Meine Lieben, herzlich willkommen zu Frostpunk 2. Endlich ist es soweit. Ich freue mich drauf. Teil 1 habe ich geliebt, sauschwer teilweise. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie sie Frostpunk 2 umgesetzt haben. Was gibt's Neues? Wie sieht das Spiel aus? Ich habe ein bisschen in die Grafikeinstellung schon reingeguckt, alles auf Maximum natürlich gedreht. Und ich hätte gesagt, wir legen direkt los mit dem Story-Modus. Meine Lieben, wir gehen rein in den Prolog. Auf geht's. Prolog, die Wanderer, 1887, erfror die Welt. Die Zivilisation fiel in sich zusammen. Das alte Weltreich baute Generatoren, um die Städte der Evakuierten zu unterstützen. Die letzten Städte der Erde. Wer die Strapazen überlebte, ob zusammengedrängt an einem Generator oder draußen im Frostland, veränderte sich. 30 Jahre später sind die alle zu ganz anderen Menschen geworden. Schwierigkeitsvoreinstellung, Bürger. Ich hätte gesagt, das lassen wir erstmal so, um das Spiel erstmal kennenzulernen. Eine moderate Herausforderung, die Raum dafür lässt, etwaige Fehler auszumerzen. Das klingt gut. Auf geht's. Bin echt gespannt. Okay. Can you hear us, Captain? Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together, united. We survived 30 years of whiteouts. Wieder so 30 Jahre später. Nach Teil 1, beziehungsweise der Kampagne. Okay, geht schon mal gut los. Die Wanderer. Wir ziehen jetzt schon seit Jahren durch die Eiswüste. Viele von uns erinnern sich nicht an eine Welt vor dem großen Frost. Ein weiterer Schneesturm steht kurz bevor. Wieder stehen wir vor all den alten Maschinen. Wieder werden wir uns auf ihren Ofen verlassen, um uns im Sturm zu erwärmen. In der Vergangenheit stellten wir immer sicher, dass wir genug Vorräte für den nächsten Schneesturm hatten. Aber wir sind über die Jahre immer zahlreicher geworden und die Versorgung wird immer schwieriger. Wir müssen überleben. Okay. Prolog, die Wanderer. Ich bin richtig gehypt, ey, ich hab richtig Bock. Kampf gegen die Kälte, das Wrack des alten Dreadnought
liegt noch immer unter dem Schnee begraben. Aber in den verstreuten Anhängern lagern weiterhin Ressourcen. Wir müssen zuerst das Eis durchbrechen, um an einen der Ölanhänger zu gelangen und dann einen Förderbezirk bauen, um ihn anzuzapfen. Dann können wir den Ofen des Dreadnought, weil ich überlege gerade Dreadnought, ob man das so ausspricht, anfachen und uns mit Wärme versorgen. Dreadnought, spricht man das anders aus? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Heißt, ich will gerade Google fragen. Super peinlich. Google. Warte, wenn ich jetzt hier Google Übersetzer und dann auf... Ich muss gerade echt gucken, ne? Google Übersetzer. Das nehmen wir alles mit rein. Die komplette Kompetenz haben wir wieder am Start. So, ich bin mir jetzt gerade echt nicht... Das ist ja... Also. Schauen wir mal. Dreadnought. Okay. Weil ich dachte mir jetzt gerade, spreche ich das richtig aus, aber offensichtlich ja. Gut. Google weiß alles. Google macht alles richtig. Okay, meine Lieben. Wir fahren den Ofen an. Kampf gegen die Kälte. Breche Eis, um... Oh Gott, breche Eis zu einem Ölanhänger und baue einen Förderbezirk. Schalte den Ofen im Dreadnought Wrack ein, um Wärme zu produzieren. Eieiei. Bezirke bauen. Okay, ist schon mal ganz anders gerade. Deaktiviert kein Kraftstoffproduktion, keine Effekte. Hier unten blinkt irgendwas. Bezirke bauen. Wir brauchen bestimmt erstmal Gebiet Eis brechen. Wir müssen Eis brechen eigentlich als erstes, ne? Was haben wir denn hier oben überhaupt? Bevölkerung 3000. Wir haben Arbeitskräfte 1950. Schrottteile. Fertigungsbauteile. Wärme. Ist bei minus 20 Grad. Angenehm also. Behausung haben wir 10. Wir brauchen auch mindestens 30, glaube ich. Ja, genau. Nahrungsmittel sind wir im Defizit. Wir haben keine sozusagen. Eisbrechen, okay. Wanderer. Meinung zur Stadtausrichtung gleichgültig. Eisbrechen. Ach so. Also wir müssen jetzt das hier erstmal erreichen, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Eis brechen. Im Bau. Irgendwo konnte man ja, glaube ich, auch vorspulen. Ne? Hier oben haben sie das jetzt. Das ist komplett andersrum irgendwie. Ich will mir das mal so gerade im Detail mal angucken. Breche Eis zu einem Ölanhänger. Ölanhänger ist hier. Und baue einen Förderbezirk. Okay. Wohnbezirk, Förderbezirk. Ist ganz anders gerade irgendwie. Ölanhänger. Eis brechen. Also das, was die jetzt gerade tun im Prinzip. Ich will kurz vorspulen. Bezirke bauen, Förderbezirk. Wähle 3 Gebiete aus, um den Bezirk zu bauen. Die müssen jetzt auf diesen weißen Flächen sein. Alles andere hier ist Eis. Nee, das geht nicht. Breche Eis zu einem Ölanhänger. Der Ölanhänger ist hier. Und baue einen Förderbezirk. Vielleicht mussten die jetzt noch ein bisschen wegfahren. Generator ist aus. Können wir den jetzt einschalten? Deaktiviert, weil kein Kraftstoff. Bezirk. Okay.
Wähle drei Gebiete aus, um den Bezirk zu bauen. Einen, zwei, drei. Okay. Spul mal wieder ein bisschen vor. Hier oben kommen die ersten Symbole. Hungrig, Krankheit, gering, Kälte, ist merklich, ist klar. Ich würde hier gerne noch mehr reinzoomen wollen. Optisch sehr, sehr gut. Sieht schön aus, aber ich würde gerne weiter reinzoomen. Ich würde mir irgendwie noch mehr Details angucken wollen. Schalte den Ofen im Dreadnought Wrack ein, um Wärme zu produzieren. Okay. Öl. Als die zähe schwarze Masse durch die Leitungen fließt, bricht das Volk in Jubel aus. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bisher gebracht haben. Irgendwie habe ich mich gerade schon wieder verlesen. Meine Augen brennen schon. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bis hierher gebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat und es wieder tun wird. Wir haben Öl. Wir können den Ofen anfeuern. Ich verstehe. So. Förderbezirk. Notfallschichten, das machen wir lieber nicht. Das Ding läuft jetzt schon, glaube ich. Wir können jetzt, glaube ich, anfangen, Wohnbezirke zu bauen. Nee, wir müssen, glaube ich, irgendwie noch dahin kommen, um das dann anzuschließen, glaube ich. Schalte den Ofen im Dreadnought Wrack ein. Der Ofen ist das hier, glaube ich. Ah ja, genau. Generator. Wir müssen, glaube ich, noch irgendwie dahin bauen, habe ich so das Gefühl. Förderbezirk. Nee, so ganz gecheckt habe ich das noch nicht. Der Förderbezirk. Also die fördern jetzt Öl, so mit meiner, so wie ich das jetzt kapiert habe. So, und das muss natürlich noch dahin gelangen. Kranke und Verletzte, ja. Förderbezirk. Weil ich kann jetzt hier auch nichts mehr machen. Schalte den Ofen ein. Aber das geht ja noch nicht. Wir haben jetzt hier Förderbezirk. Aber wie kommen wir jetzt? Gebiet Eis brechen. Müssen wir nochmal Eis kaputt machen? Nee. Eigentlich nicht. Mal jetzt hier noch Eis weg. Zentren bauen. Nahrungsvorkommen. Also es ist ganz anders im Moment, aber ich versuche noch die Logik zu finden, wie wir jetzt hier hinkommen. Vielleicht habe ich da auch was falsch gebaut, ich weiß es gerade nicht. Spul mal vor. Die sind dann mit einem Schlag fertig. Okay, und hauen dann auch wieder ab. Man hat ja irgendwie vorher Ölanhänger. Für 142 Wochen haben wir noch Öl hier. Warte mal, was haben wir hier unten noch? Gürtel enger schnallen. Ah, oh, okay, krass. Gefallen. Schrott eintreiben. Wer nicht arbeitet, sollte seinen Schrott spenden. Okay.
Schrott zurück. Die Menschen erhalten etwas Schrott zurück. Okay. Also ich habe jetzt noch nicht ganz kapiert. Mit allen Gebäuden abreißen. Haben wir das falsch gebaut? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ne? Nahrungszentrum. Eisbrechen. Fördebezirk. Von der Logik her müssten wir ja da ja irgendwie... Tödliche Kälte. Einige unserer Einwohner sind aufgrund der Kälte erfroren. Ja. Ich weiß. Oh, direkt 60 Leute. What the fuck? Es ist irgendwie komisch. Schalt in den Ofen. Den kann ich ja noch nicht einschalten, weil wir noch nicht... Ach so. Ach so. Ich dachte, ich musste irgendwie den Weg bauen dahin, um dann das dahin zu fördern. Ich habe das nicht verstanden. Okay, grundlegende Infrastruktur. Der Ofen läuft. Wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Die Kälte wird unseren Leuten dennoch zusetzen. Ja, haben sie schon. Bis sie Behausungen haben. Unterkünfte schützen am besten vor Kälte, wenn sie nah an anderen Unterkünften oder dem Ofen errichtet werden. Für den Bau benötigen wir vorgefertigte Bauteile. Wir haben einige, aber den Rest müssen wir aus den Anhängerwachs bergen. Also... Breche Eis zu einem Bauanhänger und baue einen Förderbezirk, um an Fertigungsbauteile zu gelangen. Baue zwei Wohnbezirke. Wohnbezirke. Wärme plus 20. Ich mache jetzt erstmal das. Ich will jetzt eigentlich starten. Warum geht das nicht? Ich kann irgendwie jetzt nicht starten. Ich will jetzt hier starten. Komisch. Komisch, komisch. Hä? Ich will ja... Okay. Ich will jetzt eigentlich losbauen und nur drei bauen. Maximal. Und geht nicht. Geht's jetzt? Nee. Hä? Alter, bin ich lost oder bin ich lost? Ha. Ich kann gerade... Muss ich das so bauen? Ich bin mir gerade sowas von unsicher. So, warte mal, jetzt müssen wir ja noch, warum auch immer muss ich jetzt ganz viele bauen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt, ich wollte eigentlich nur zwei bauen. Jetzt haben wir halt gleich fünf oder sechs gebaut. Breche Eis zu einem Bauanhänger. Das ist ein Bauanhänger, okay. Eis brechen. Geht nicht. Haben wir zu wenig Arbeiter? Ich weiß es nicht. Oder liegt das daran, dass sie jetzt da drüben bauen? Das kann natürlich auch sein. Ich würde es gerne parallel machen. Ah. Okay. Wie ich das bediene, dass ich jetzt nicht 8 auswählen musste, sondern nur 3 oder so, das checke ich noch nicht. Hm. So, wir haben jetzt hier oben Wohnbezirke. Ist jetzt noch jemand obdachlos? Verfügbar 25. Generator ist an.
Abbaue zwei Wohnbezirke ist jetzt irgendwie eins von zwei. Warum eins von zwei? Ist das ein Bezirk, den wir jetzt hier hingestellt haben? Das wäre natürlich schlecht. Aber wie kann ich denn dann nur so einen kleinen Wohnbezirk bauen? Ich will jetzt Schluss machen im Prinzip. Das ergibt für mich irgendwie gerade noch nicht so viel Sinn. Weil ich will ja... Hä? So, und wie kann ich jetzt starten? Verstehe ich nicht. Ich will doch jetzt hier einfach einen Wohnbezirk bauen. Aber dann sind es, dann muss man so viele machen wahrscheinlich. Ich spule mal kurz vor, um das mal zu sehen. Ah, okay. Dann müssen die so groß sein. Alles klar. Dann hätte ich die natürlich anders gebaut. Okay. Breche Eis zu einem Bauanhänger und baue einen Förderbezirk. Das ist dann das hier. Menge 500. Wir haben 400. Wie können wir die jetzt... früher war das so, ich konnte die dann zum Sammeln schicken. Schrott eintreiben. Das war natürlich jetzt für das Volk gegenüber mir negativ. Jetzt weiß ich nicht, das sind doch die Fertigungsbauteile. Rechtsklick für weitere Infos. Können aus Ruinen und anderen nicht mehr genutzten Vorkommen geborgen oder in Industriebezirken aus Materialien hergestellt. Beim Abriss. Materialien. Okay. Kampf gegen die Elemente. Ich habe keine Ahnung. Kampf gegen die Elemente, Elend. Der Wind wird jeden Tag stärker. Gnadenlos hämmert er auf unsere Gebäude ein und schwächt die Böe. Schwächt sie Böe für Böe. Ohne Rohstoffe, mit denen wir die Schäden ausbessern können, werden unsere Bezirke verschleißen. Je mehr wir bauen, desto mehr Materialien werden wir benötigen. So ist die Welt, in der wir leben. Ich versuch's. Ich verspreche den jetzt. Wir werden sie benutzen, um Bezirke zu stärken. Wir müssen uns beeilen, damit keine Bezirke unbenutzbar werden. Alles, was im Moment zählt, ist, dass wir Nahrung sammeln. Wo sind denn jetzt Bauanhänger? Wie komme ich da hin? Mehr abwesende Arbeitskräfte durch Krankheiten. Ich verstehe, ja. Ölanhänger. Bauanhänger. Sag mal, war da nicht früher immer ein Tutorial? Ich bin komplett lost irgendwie. Ich konnte doch am Anfang immer irgendwelche Leute... Ich konnte immer irgendwelche Leute dann dahin schicken. Oder muss ich das über Eisbrechen machen? Dann hätten wir ja das eigentlich, ne? Hier ist Nahrungsmittel. Da. Und hier hätten wir nochmal Fertigungsbauteile. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Und lass die jetzt mal werkeln. Nützt ja nichts. Ich muss ja jetzt warten. Jetzt mache ich das nochmal. Eis brechen. Ich spule jetzt nochmal vor. Ja,
Kältere Jahreszeit, Wärmebedarf steigt, schön. Und ich bin hier irgendwie gerade noch am Hasseln, wie ich Bauteile organisiert bekomme. Ich glaube, jetzt habe ich es hingekriegt. Jetzt hätten wir das auch da hinstellen können. Ja, ich glaube jetzt... Nee, jetzt geht's wieder nicht. Hä? Ich hatte doch jetzt auch keine 500. Strange. Irgendwie strange. Zugriff auf Nahrung schaffen. Wir haben unser Volk mit Wärme und Behausung versorgt. Jetzt müssen wir uns auf den nahen Schneesturm konzentrieren. Zuerst müssen wir Eis brechen, um an die kleinen Flecken fruchtbaren Bodens zu gelangen, auf denen wir Nahrung anbauen können. Dann müssen wir die Nahrung in leicht zugängliche Depots einlagern. Wir müssen uns beeilen, um Hungertode zu vermeiden. Immer dieses, ich verstehe. So, jetzt haben wir da so ein Nahrungsfabrikgedöns gebaut oder bauen es gerade hin. Hungertod. Ja, ich weiß, ich habe am Anfang zu lange gebraucht. Vorbereitung auf den Schneesturm. Wir haben uns Überleben vorerst gesichert. Jetzt müssen wir so viel Nahrung einlagern, wie wir können, bevor uns der Schneesturm dazu zwingt, uns einzujuckeln. Dafür muss unsere Nahrungsmittelproduktion unserem aktuellen Bedarf übersteigen. Wir müssen bereit sein. Wir lagern im Moment keine Nahrungsmittel ein. So, warum nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Zentren bauen. Nahrungsmittelzentrum. So, das macht doch bestimmt am meisten Sinn, das da hinzusetzen, oder? Also schon mal ganz anders als Teil 1. Da hast du ja so, sag ich mal, alles komprimiert irgendwie. Musstest am Anfang Leute irgendwo hinschicken, die dann für dich Sachen sammeln. Das gibt's jetzt hier irgendwie auch gar nicht. Beschädigter Bezirk, Elend und Verfall. Na super. Schlecht. In die Finsternis, die Toten begraben. Eieieiei, wir trauern um jene, die jüngst ihr Leben verloren haben. Wie es der Brauch will, bringen wir sie zu den Ölgruben und lassen ihre Leiber sanft in das dickflüssige Schwarz hinab. Der Kraftstoff, der uns zur Lebenszeit wärmt, soll uns auch im Tode ein Zuhause bieten. Der Tod nährt jedoch auch die Zweifel an denen, die uns führen. Ohne Vertrauen gibt es keine Zukunft. Jedes Mal, wenn Menschen sterben, leiden die Vertrauen und leidet das Vertrauen. Die Übersetzung stimmt manchmal nicht. Leiden das Vertrauen und die Beziehung darunter. Doch, stimmt, aber ich lese schon wieder Scheiße. So, okay. Lagere genug Nahrung ein, um den Schneesturm zu überleben. Ja, das geht jetzt irgendwie nicht, ne? Wir haben keine Leute mehr. Oder? Nee, warte mal, geht. Deaktiviert reparaturbedürftig. Schlecht. Aber wie reparierst du es denn? Wir müssen das noch reparieren, okay. Aber wir lagen keine Nahrungsmittel ein. Förder? Nee, warte mal, Nahrung. Ich würde ja gerne hier nochmal Nahrungsmittel-Dingens bauen. Geht das? Geht nicht. Der Schneesturm ist nah. Ein Opfer. Die Spannung im Lager steigt. Die Menschen haben Angst, dass wir nicht mehr genug Nahrung beschaffen können. Unsere Jägerinnen und Jäger sind sauer, dass wir die... dass wir die Robbenkolonie ignoriert haben. Was für eine Robbenkolonie? Wo denn? Sie meinen, damit hätten wir alle ernähren können, aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass irgendwo Robben waren.
Viele Älteste haben angeboten, ins Frostland zu gehen, damit sie keine Ressourcen mehr verbrauchen. Ihr Opfer würde die für den Schneesturm benötigten Rationen deutlich verringern. Was sollen wir tun? Ich versuche jetzt die Nahrung aufzutreiben. Wir lagern keine Nahrungsmittel ein. Aber warum nicht? Und kriege ich welche? Irgendwie schon. Lohnt sich das jetzt noch mehr zu bauen? Das wird man hier schon wieder so reingeworfen irgendwie. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht, noch einzubauen, oder? 100 Arbeitskräfte. Förderfabrik. Im Moment kann ich irgendwie nichts weiter tun. Was wir machen können... Arbeitskräfte, fehlen 90. Davon sind 90 krank. Wir haben ja eigentlich noch richtig viel Bevölkerung, aber wir haben keine oder viel zu wenig Bauteile im Moment. Was wir jetzt machen ist, Eis brechen, wenn das geht. Das geht aber glaube ich nicht. Ah, warte mal halt. So, und jetzt kann ich loslegen. Wir lagern immer noch keine Nahrungsmittel ein und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wir können immer noch nichts bauen. Warum bauen die nicht los? Was ist los? Finnen Kell, 42, Gärtner, lasst Sand durch seine Hände rieseln. Wir waren schon so oft hier, der Boden ist langsam ausgelaugt. Noch ein paar Mal und macht keinen Sinn mehr, hier Treibhäuser zu bauen. Dann wächst hier nichts mehr. Und der Ertrag ist viel zu gering. Entweder führen Notfallschichten ein oder schneiden Gürtel enger. Ansonsten reicht es vielleicht nicht für alle. Okay. Ja, schlecht. Ich weiß. So, hier steht. Nahrungsmittelbezirk. So. Grundanforderung 200 Arbeitskräfte. Also ich glaube, ein bisschen was wird hier hergestellt. Ich mache jetzt noch eine Notfallschicht. Vorräte bei aktueller Rate in 1427 Wochen bereit. Wir haben aber nur noch 22 Wochen. Lagere genug Nahrung ein, um den Schneesturm zu überleben. Ach du Scheiße. Weise die Wanderer an, ihre Gürtel enger zu schnallen. Was können wir jetzt hier noch machen? Was für eine Katastrophe. Vorräte bei aktueller Rate 355. Also jetzt geben sie Vollgas. Können vielleicht dann hinhauen. Auch wenn ich die Logik nicht so ganz dahinter verstehe. So alles irgendwie. Das ist so ganz anders halt einfach. Bauanhänger. Ich würde ja gerne noch Nahrung irgendwie. Da haben wir noch Nahrung. Eis brechen. Achso, warte, einmal drücken. So. Nahrung. Let's go. Wir haben jede Menge Arbeitskräfte. Das geht. Das schaffen wir. So. Dann bauen wir jetzt nochmal einen Nahrungsmittelbezirk. Das sind 3 Flächen. Und jetzt brauchen wir
Das da. Ich hätte viel schneller, viel mehr Gas geben müssen. Das schaffen wir nicht mehr. Verschleiß ist auf gefährlich hohem Niveau. Aber wie kann ich das denn verhindern? Da hinten ist nochmal Nahrung. Wir werden sterben. Fürchte ich fast. Ende der Fahnenstange. Die Wanderer haben das Vertrauen in deine Führung verloren. Du wirst in den aufziehenden Schneesturm verbannt. Nächstes Mal. Das war's. Game over. Ja, irgendwie habe ich am Anfang gepennt. Ich hab's nicht. Oder nicht gepennt. Ich hab's nicht gecheckt irgendwie. Okay. Krass. So, ohne Tutorial einfach rein. Ich habe da jetzt voll den Hänger gehabt. Ich habe das irgendwie auch nicht gecheckt. Meine Lieben, das war unsere erste Folge. Beim nächsten Mal wird's besser. Macht's gut. Tschüss.